Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt vorerst weiter angespannt. Die Zahl der Erwerbslosen stieg im Dezember deutlich an. Wie die Bundesagentur für Arbeit heute bekannt gab, waren 4.316.500 Menschen ohne Beschäftigung. Das waren 132.000 mehr als im November und 91.400 mehr als im Dezember 2002. Die Quote lag bei 10,4%. Bundeswirtschaftsminister Clement rechnet trotz der jüngsten Zahlen mit einer insgesamt günstigen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in diesem Jahr. Dagegen sprach die Union von düsteren Aussichten. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt frostig. Nur knapp unter dem Negativrekord von 1997. Nichts Neues also aus Nürnberg, nur dass nicht mehr die Bundesanstalt, sondern die Bundesagentur Überbringer der schlechten Nachrichten war. Sie will auch in diesem Jahr den Druck auf die Jobsuchenden weiter erhöhen und die Vermittlung weiter beschleunigen. Wie das geht, wird wie hier in Heilbronn demnächst in 10 weiteren Agenturen für Arbeit, wie die Arbeitsämter jetzt heißen, erprobt. Ihr Chef Florian Gaster betont, die im Dezember verabschiedeten Reformen konsequent umzusetzen. Denn 2004 kämen von der Konjunktur frühestens in der zweiten Jahreshälfte entscheidende Impulse. Wir sind sehr verhalten optimistisch für dieses Jahr, dass die bessere Konjunktur den Arbeitsmarkt schont und erhoffen uns und erwarten für 2005 dann einen echten Durchbruch. Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement sieht das ähnlich. Die Talsohle sei durchschritten, so Clement, die Wende aber noch nicht erreicht. Das zeigt, dass die Reformen den Arbeitsmarkt mehr und mehr in Bewegung bringen. Dass die Konjunktur nimmt langsam aber sicher Fahrt auf. Und wir müssen natürlich alles tun, um auf dem Wachstumspfad schneller voranzukommen. Denn auch der Bundeswirtschaftsminister weiß, nur wenn es möglichst schnell genügend Stellen gibt, auf die Arbeitslose vermittelt werden können, kann die Agentur so dynamisch sein, wie sie sich gibt. Kürzungen bei Betriebsrenten stoßen über die Parteigrenzen hinweg auf Widerspruch. Aus der SPD hieß es, das sei ein falsches Signal. Wirtschaftsminister Clement sprach von einer unguten Entwicklung. Er hoffe, dass die Einschnitte nicht zum Trend würden. Kritik kam auch von Union, FDP und Grünen. Der Sozialverband VDK forderte gesetzliche Gegenmaßnahmen. Das Sozialministerium wies das zurück. Es gehe um freiwillige Vereinbarungen. Erst die Commerzbank, dann der Gerling-Konzern. Weniger Betriebsrente für die Mitarbeiter beider Großunternehmen. Und jetzt hagelt es Protest gegen die Kürzung. Der Commerzbank-Chef verteidigt den Kurs. Die Banker hätten neben der gestrichenen Betriebsrente ja noch eine spezielle Bankenversorgung. Wir meinen, dass wir hier eine Versorgungsquote erreicht haben, die bei Mitarbeitern bis zu deutlich mehr als 85-90% heranreicht, bei der es zumutbar ist, einen etwas höheren Eigenanteil aufzubringen. Sodass wir vor diesem Hintergrund an sich sehr gut verseuchte Mitarbeiter haben. Dennoch, auch von den Klausursitzungen der Parteien, etwa bei den Grünen, kein positives Echo auf die Pläne der Konzerne. Aus allen Lagern deutlich kritische Töne. Ich glaube, die Unternehmen müssen sich auch über ihre Verantwortung klar sein in diesem Bereich. Das sind beides Unternehmen, die ja auch daran verdienen, dass Menschen private Vorsorge machen. Und ich kann nur hoffen, dass klar wird, dass das nicht nachahmungsfähig ist. Empört der Sozialverband VDK. Der ruft nach gesetzlichen Regelungen. Ich halte das für unanständig und deswegen appelliere ich an die Politik, dieses zu ändern und gesetzliche Maßnahmen zu treffen, die das zukünftig untersagen. Die Ministerin sieht den Gesetzgeber nicht mehr in der Pflicht. Die Politik könne lediglich Anreize für die betriebliche Altersvorsorge geben. Ich habe da keine Möglichkeit einzugreifen, sondern wir haben ja versucht, Voraussetzungen zu schaffen, dass auch für kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit der privaten und der betrieblichen Altersvorsorge mit aufgebaut werden kann. So manches Unternehmen könnte dennoch dem Beispiel der Commerzbank folgen. Die voll vom Arbeitgeber finanzierte Betriebsrente, vielleicht ein Auslaufmodell. In der Diskussion um eine grundlegende Steuerreform suchen die Unionsparteien weiter nach einem gemeinsamen Konzept. Trotz des immer wieder bekräftigten Willens zur Einigung zeigen sich aber weiter Meinungsunterschiede zwischen CDU und CSU. Klärungsbedarf wurde heute auch innerhalb der CSU hinsichtlich des Steuerreformkonzepts von Parteichef Stoiber angemeldet. Kaum ist die CSU-Klausurtagung zu Ende, werden die kritischen Stimmen auch in der Union schärfer.
Für den parlamentarischen Geschäftsführer der CSU, Peter Ramsauer, ist nicht einmal geklärt, wie die geplante Steuerentlastung von ca. 15 Milliarden Euro finanziert werden soll. Erklärungsversuche von Landesgruppenchef Gloß. Die 15 Milliarden, die wir als Steuerausfall glauben, verkraften zu können, die müssen natürlich in allererster Linie dadurch kommen, dass die öffentlichen Haushalte noch stärker einsparen, als es bisher getan haben. Friedrich Merz, der Vater des CDU-Modells, sieht die Vorteile eindeutig bei seinen Vorschlägen. Er will, wie die CSU, Kindergeld und Ehegattensplitting erhalten, aber alle anderen Vergünstigungen im Einkommensteuerrecht streichen. Im Gegensatz zur CSU ohne Ausnahmen. Ich bin fest davon überzeugt, dass uns der Versuch, einzelne Ausnahmen zu streichen und andere zu lassen, nicht gelingen wird. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern sagen, niedrige Steuersätze für alle gibt es nur, wenn gleichzeitig auch alle Steuervergünstigungen gestrichen werden. Und das ist sicher der große Vorteil des CDU-Vorschlags. Für Finanzminister Eichel sind die Vorschläge der Union noch unausgereift, aber sie könnten eine Grundlage für Gespräche über Steuersenkungen werden. Die strikte Ablehnung der SPD ist nur wenige Tage alt und schon vergessen. Die Konzepte von CDU und CSU passen so noch nicht zusammen. Das ist ja ganz offenkundig. Herr Merz will einen weitergehenden Subventionsabbau. Das finde ich persönlich auch richtig. Die CSU ist da sehr viel zurückhaltender. Was bei beiden so nicht geht, ist zusätzliche Löcher in die öffentlichen Haushalte zu reißen. Es kommt Bewegung in die Diskussion. Die politischen Gegner stellen nicht mehr nur neue Bedingungen, sondern bewegen sich auch aufeinander zu. So halten Finanzminister Eichel und die CDU-Vorsitzende Merkel eine stufenweise eingeführte Steuerreform für durchaus denkbar. Zwei Vorsorgeuntersuchungen im Jahr beim Zahnarzt sind für Kassenpatienten frei von der Praxisgebühr. Sie wird allerdings fällig, sobald eine Behandlung nötig wird. Das hat nach Angaben der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung das Bundesschiedsamt festgelegt. Eingeschlossen in die Vorsorge seien aber gegebenenfalls die Entfernung von Zahnstein und Röntgenaufnahmen. Immer mehr Bundesländer melden Verstöße gegen BSE-Kontrollen. Auch in Schleswig-Holstein, Brandenburg und Bremen ist Fleisch in den Handel gelangt, das nicht auf Rinderwahnsinn getestet wurde. In Brandenburg und Nordrhein-Westfalen ermitteln jetzt die Staatsanwaltschaften. Das Bundesverbraucherschutzministerium spricht für 2003 von bundesweit mindestens 510 Schlachtungen ohne Kontrollen. Ministerin Künast sieht aber keinen Anlass, vor dem Verzehr von Rindfleisch zu warnen. Es werde intensiv nach Fehlerquellen und möglichen kriminellen Machenschaften gesucht. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten KEF hat davor gewarnt, die für den 1. Januar 2005 geplante Anhebung der Rundfunkgebühren zu verschieben. Mehrere Ministerpräsidenten hatten das gefordert. ARD und ZDF wiesen darauf hin, dass die vorgeschlagene Erhöhung weit unterhalb des Preisanstiegs in anderen Medienbereichen liege. Geprüft, gerechnet und abgesegnet. In ihrem etwa 300-seitigen Bericht billigt die KEF den öffentlich-rechtlichen Sendern eine Erhöhung der Rundfunkgebühr zu. Zum 1. Januar 2005 soll sie um 1,09 Euro steigen, auf 17,24 Euro im Monat. Dabei kommt jetzt heraus für die ARD ein Betrag von 66 Cent. Das ist wenig, etwa das, was die Inflation ausgemacht hat in den 4 Jahren, die hinter uns liegen. Wir werden uns einrichten müssen, damit auszukommen. Ob die ARD und die anderen öffentlich-rechtlichen Anstalten ab kommendem Jahr tatsächlich mehr Geld bekommen, hängt nun von der Politik ab. Einige Landesregierungen wollen zustimmen, andere eine Erhöhung verhindern. Wir werden nicht ohne weiteres eine Gebührenerhöhung schlucken. Und ich sehe im Augenblick auch keine Möglichkeit, in diesem Jahr im Sächsischen Landtag eine Gebührenerhöhung zu beschließen. Der sächsische Ministerpräsident will außerdem zuerst über weitere Sparmöglichkeiten bei den Öffentlich-Rechtlichen diskutieren und erst danach über eine Gebührenerhöhung. Dieses Vorgehen sei verfassungswidrig, glauben einige Amtskollegen. Wir haben als Ministerpräsidenten nur einen begrenzten Spielraum, weil die Verfassung deutlich macht, dass wir lediglich die soziale Ausgewogenheit dieses Vorschlags zu prüfen haben, nicht die Rechtfertigung aus der Sache heraus, weil dies die unabhängige KEF getan hat. Und die Erhöhung sei moderat, stellte die KEF heute fest. Das liegt auch daran, das will ich nicht verschweigen, dass auch die Anstalten sich bei ihren Anmeldungen in gewisser Weise zurückgenommen haben. Insbesondere bei der ARD war das spürbar. Spätestens bis zum Jahresende müssen die Landesregierungen nun zu einem Entschluss über die Gebührenerhöhung kommen. Und das einstimmig.
Die US-Regierung hat eine Gruppe von Waffeninspektoren aus dem Irak abgezogen. Das hat Außenminister Powell vor wenigen Minuten in Washington bestätigt. Nach einem Bericht der New York Times soll es sich um 400 Experten handeln, die auf der Suche nach Waffenlagern und Anlagen für Raketenwerfer waren. Amerikanische Militärs äußerten gegenüber der Zeitung die Einschätzung, dass Washington ganz offenbar nicht mehr damit rechne, Chemie- oder Biokampfstoffe zu finden. Im Irak hat die US-Armee am Mittag die ersten etwa 60 Häftlinge freigelassen. Vor dem Abu Ghuraib-Gefängnis im Westen Bagdads hatten Freunde und Verwandte stundenlang auf die Männer gewartet. Die Amerikaner wollen in den nächsten Tagen insgesamt rund 500 Iraker aus der Haft entlassen. Bei der Notlandung eines US-Militärhubschraubers in der Nähe von Fallujah sind alle 9 Insassen ums Leben gekommen. Unklar ist, ob die Maschine vorher beschossen worden war. Der als Terrorhelfer in Hamburg verurteilte Mohtar Sadik bleibt in Haft. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Nachdem der Angeklagte Mzoudi im zweiten Hamburger Terrorprozess auf freien Fuß gesetzt worden war, hatte Mohtar Sadik die Aufhebung seines Haftbefehls beantragt. Das Hanseatische Oberlandesgericht hatte das abgelehnt. Die Beschwerde dagegen wiesen die Karlsruher Richter heute zurück mit dem Hinweis, dass Mohtar Sadik verurteilt sei, Mzoudi jedoch nicht. Fast 2 Wochen nach dem schweren Erdbeben im Iran haben Helfer noch einen Mann lebend aus den Trümmern in der zerstörten Stadt Bam gezogen. Nach Angaben des iranischen Rundfunks hatte der 56-Jährige unter einem umgestürzten Kleiderschrank gelegen. Der Mann habe nach der Rettung noch seinen Namen sagen können und sei dann ins Koma gefallen. Ärzte bezeichneten seinen Zustand als sehr kritisch. Vor der Küste des ägyptischen Badeortes Sharm el-Sheikh haben Angehörige Abschied von den Opfern des Flugzeugabsturzes vom vergangenen Samstag genommen. An der Unglücksstelle im Roten Meer warfen sie Blumen ins Wasser. 148 Menschen waren bei dem Absturz gestorben. Bei der Gedenkfeier an Land sprach der französische Außenminister Villepin von einer nationalen Katastrophe. Die Flugschreiber konnten auch heute nicht geborgen werden. In einer feierlichen Zeremonie hat Großbritanniens Königin Elisabeth II. In Southampton das größte Passagierschiff aller Zeiten auf den Namen Queen Mary II getauft. So hieß die 1953 verstorbene Großmutter der Monarchin. Am Montag soll der Ozeanriese zu seiner Jungfernfahrt in See stechen. Wenn ein Schiff den Zusatz majestätisch verdient, dann die Queen Mary II. Größer, komfortabler und kostbarer als alle Luxusliner vor ihr. Heimathafen Southampton, Majestäten unter sich. Denn nur eine Queen tauft diese Queen. Dem neuen Glanzstück der Reederei Cunard wünscht Königin Elisabeth II. Allzeit gute Fahrt. I name the ship Queen Mary II. Völlig beeindruckt hätte dann die britische Regie fast den feuchten Teil der Taufe verschlafen. Über 20 Stockwerke gen Himmel, länger als der Eiffelturm hoch ist, 650 Millionen Euro teuer. Der Ozeanriese bricht alle Rekorde. Die eleganteste Unterbringung zieht eine Rechnung von mehr als 30.000 Euro nach sich. So zielt das Marketing, das sich zweifelsohne im Interieur niederschlägt, zuerst auf sorgenfreie Nordamerikaner. Die machen weltweit 3/4 aller Luxuskreuzfahrer aus. Die neue Königin der Meere verliert ihre Unschuld, als eine einstürzende Gangway in der Werft in Frankreich 15 Menschen in den Tod reißt. Die Queen Mary II geht ab Montag auf Jungfernfahrt Richtung Florida. Im Sommer läuft der Gigant vermutlich auch in den Hamburger Hafen ein. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 9. Januar. Die kommenden Tage werden wechselhaft und mild. Der erste Tiefausläufer überquert Deutschland heute Nacht und morgen. Am Wochenende folgt der nächste. Damit hält auch der Zustrom relativ warmer Meeresluft aus Westen an. Das Regengebiet zieht im Laufe der Nacht von Rhein und Ems weiter nach Osten. Bis zum Morgen erreicht es Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Auf höher gelegenen Straßen muss mit Glätte durch überfrierenden Regen oder Schneeregen gerechnet werden. Auch hinter dem Regengebiet bleibt es bewölkt. Hier und dort bilden sich Schauer. Erst zum Abend lockern die Wolken im Westen auf. Der Wind dreht von Südwest auf West, überwiegend weht er schwach, in Böen kann er stark, mitunter auch stürmisch auffrischen. Die Nachttemperaturen sinken auf 6 Grad in Freiburg und minus 4 Grad in Dresden. Am Tag wird es auch in der Osthälfte frostfrei, im Nordosten 1 Grad, im Breisgau Werte bis 9 Grad.
Die Aussichten. Am Wochenende wird es bis zu 10 Grad mild. Dabei ist es am Samstag meist trocken, nur im Osten fallen noch ein paar Tropfen. Im Westen scheint ab und zu die Sonne. Am Sonntag zieht das nächste Regengebiet über uns hinweg. Wintersportler finden in Deutschland nur im Süden und in der Osthälfte gute Bedingungen. Im Sauerland und in der Rhön liegen nur 11 cm Schnee, im Schwarzwald bis 30 cm. In den Alpen ist die Schneelage gut bis sehr gut. Allerdings besteht derzeit sowohl auf der Alpen-Nordseite als auch auf der Südseite erhebliche Lawinengefahr. Wintersportler sollten daher keinesfalls die markierten Pisten verlassen.